Yo, Dillidang, Ladies and Gents, hier ist mal wieder euer Furlong Force. Meine Stimme ist irgendwie kack im Arsch gerade. Aber ich möchte heute mal die perfekte Runde in Call of Duty Ghosts ansprechen. Viele Spieler von euch kennen das, beziehungsweise viele von euch kennen das. Naja, ihr lauft so herum in Call of Duty Ghosts und werdet auf einmal von einem scheiß Pumpgunner abgeknallt. Naja, und dann regt man sich nur auf. Man denkt sich, what the fuck, fick dich einfach nur. Oder einem scheiß Camper, der in der Ecke hockt. Und diese Runde, die ihr heute seht, ich werde euch nicht das ganze Gameplay zeigen, aber mal einen kleinen Ausschnitt, damit ihr echt seht, beziehungsweise wovon ich rede. Und im Hintergrund hört ihr heute eine Runde Dubstep, was ich heute ein bisschen live dazu mixen werde. Also ganz kurz, genießt mal kurz diese Dubstep-Action. Dubstep ist fucking amazing, muss ich an der Stelle nur einfach mal sagen. Das ist ein Lied von Austrian Dubstep. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren unten schauen, worum es sich hierbei handelt. Die haben echt geile Tracks, ich darf sie verwenden. Ganz lizenzfreie Musik, ganz nice. Aber auf jeden Fall mal komme ich wieder zurück zu der perfekten Runde. Ihr kennt es doch sicher, ihr spielt ein bisschen, ein bisschen Call of Duty. Und es geht richtig ab. Alle machen es richtig. Keiner spielt irgendwelche Noob-Waffen. Und die Noobs sterben, wie sie sollen. Und sie campen nicht so, dass ihr sie quasi, nicht bekommen könnt. Das ist die Art und Weise von Game, wo man sich echt denkt, so sollte es sein. Ich spiele in dem Fall erst, auf dieser geilen Map in Call of Duty Ghosts Herrschaft. Ich möchte euch mal fragen, ab wann ist für euch ein Spiel gut? Ich meine, KD-mäßig habe ich hier insgesamt eine 6er KD. Obwohl ich jetzt, zweimal kurz vor KIM kratze. Aber da kann man leider nichts dagegen machen. Absolut nichts dagegen machen. Ihr seht hier, die Gegner laufen vor meinem Visier, um es mal so auszudrücken. Aber ich möchte euch wirklich mal den Tipp geben. Wenn ihr so eine perfekte Runde habt, hört auf zu spielen. Nach dieser Runde, ich hab das Spiel beendet. Und ich habe mir gedacht, geile Scheiße, sowas sollte es öfter geben. Ja, und ich möchte euch echt an der Stelle sagen, erstmal Dubstep is fucking amazing. I love it so much. Und zweitens, wirklich, wenn ihr mal so eine Runde haben solltet, versucht es wirklich zu genießen. Solche Runden nicht irgendwie euch aufzuregen. Versucht dann wirklich, den Wert auf so eine Runde zu packen, weil ich meine, es ist richtig geil. Richtig amazing. Weil dann könnt ihr echt sagen, geiler Scheiß, es hat richtig Spaß gemacht. Versucht euch wirklich zu überlegen, warum hat das so viel Spaß gemacht? Haben die Leute echt fair gespielt? Sind sie einfach nur umgefallen? Aber es ist dann trotzdem eine Herausforderung dabei. Ich meine, ich sterbe dann jetzt, glaube ich, nach an einem 23er Gunstreak oder 22er Gunstreak. Aber ich habe mich nicht wirklich aufgeregt. Ich habe es zwar schade gefunden, weil ich das nicht für Kai hier mit jeder Waffe nehmen konnte. Aber naja, man kann ja nicht alles haben, muss ich mal an der Stelle sagen. An der Stelle ist das Lied aus. Ich würde mal sagen, Dubstep is fucking amazing. So, schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, was haltet ihr eben von erstens Dubstep? Und zweitens von der perfekten Runde, beziehungsweise was macht ihr, um eine perfekte Runde zu bekommen? In dem Sinn verabschiede ich mich von euch mit einem See you, ladies and gentlemen. Bye!